Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Scrubby Dubby Saga spielen. Das ist ein niedliches kleines Spiel mit Enten und ich glaube, das hier soll ein Hai sein. Das ist so ähnlich wie Happy Fiends oder auch bei Gardenscapes. Ich bin jetzt schon mittlerweile in Level 2. Und man muss immer so verschiedene Reihenfolgen machen, beziehungsweise eigentlich immer drei von einer Sorte sammeln und die in eine Reihenfolge bringen. Man kann hier die verschiedenen Zeilen und Spalten verschieben, um dann diese drei in einer Reihe zu erreichen. Und wenn ich zu langsam bin, dann werden mir die Sachen sogar noch angezeigt. Also wirklich schwierig ist dieses Spiel nicht. Und ich bin auch noch ganz am Anfang. Und sollte vielleicht nicht so viel reden, weil sonst sehe ich die einzelnen Reihen noch weniger. Und ich bin ein Soapstar. Man muss hier nämlich Seifen sammeln. Jetzt passiert ja eigentlich alles mehr oder weniger von alleine. Ich bin jetzt mit Level 2 fertig und komme direkt in den Level 3. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen. Was für ein herrlicher Sonnentag, aber wo kommt der Schaum her? Ich gehe jetzt einfach mal weiter in Level 3. Und muss 30 rote, runde Seifen sammeln und 45 Sterne. Drücke auf die Flaschen, um sie zu zerbrechen und ihre Macht zu entfesseln. Okay, das ist so ähnlich wie diese Bomben bei Gardenscapes. Alles klar, habe ich verstanden. Oh, da ist was. Fresh. Hier muss ich gar nicht so viel machen. Viele Sachen passieren auch von alleine, weil durch die Explosion dann wieder neue Reihenfolgen oder Reihen gebildet werden. Das Spiel ist wie gesagt für Kinder ab 0 Jahren, das heißt auch für ganz, ganz Kleine. Deshalb wird es nicht allzu schwer sein. Und ich habe es geschafft und bin jetzt schon im nächsten Level. Glaube ich, hoffe ich. Vielleicht auch nicht. Ich drücke hier auf jeden Fall nichts mehr, sondern es geschieht hier alles von alleine. Yay! Und jetzt geht's ab in Level 4. Ich finde ja diese Ente total süß. Ich soll 30 Blumen sammeln. 30 Blumenseifen. Okay, jetzt soll ich 4 oder 5 kombinieren, um eine Flasche zu erzeugen. Man muss ein bisschen schauen, dass man auch wirklich trifft und die Zeile dann da so drüber fährt. Ansonsten wird das nicht erkannt. Und ich bin wieder ein Soapstar, ein Seifenstar.
Und hier passiert wieder alles von alleine. Ich muss gar nichts machen und bin mit Level 4 auch schon durch. Also ziemlich einfach noch. Ich weiß nicht, ob sich der Schwierigkeitsgrad eventuell noch steigert. Es geht weiter mit Level 5. Jetzt muss ich 20 Blumen und 20 von diesen gelben Teilen einsammeln. So, los geht's. Fantastic. Und ich habe wieder meine Aufgaben erfüllt. Habe jetzt 14.030 Punkte und komme somit in Level 5, 6 sogar schon. Hier geht es ziemlich schnell voran. Jetzt müssen wir immerhin schon 60 Seifen sammeln oder sogar 120 insgesamt. Ich werde hier auch immer besser oder kann die einzelnen Reihen auch schneller erkennen als vorher. Ich habe jetzt mittlerweile schon so einen kleinen Blick dafür entwickelt. Einigermaßen zumindest. Und ich bin wieder weiter. So, ich würde sagen, bis hierhin erstmal. Wir haben jetzt den 6. Level auch abgeschlossen und sind jetzt oder kommen jetzt in den 7. Level. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, dass wir es nochmal weiterspielen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!